Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part vom SimCity 4 Deluxe Let's Play. Wir sind jetzt wieder zurück in Dragodia, der ersten Stadt. Wir haben im zweiten Part ja die Nachbarstadt, die Müllhausenstadt, gebaut. Und jo, wir machen mal auf Normalgeschwindigkeit. Ich möchte zuerst, denke ich mal, wir haben jetzt hier noch die größeren, die dichter besiedelten Ding gemacht, Wohngebiete. Das war hier. Also jetzt ist da Low Density und die mittleren haben wir jetzt gemacht, genau. Okay, jetzt verdienen wir auch mehr Geld. Jetzt tun wir mal Bus fahren. Ich muss das mal wegmachen, sonst ja, mache ich mal den Bus bis zur Mission nicht. Stil ein Boss, ich weiß nicht genau, wie das geht, weil wenn jetzt zum Beispiel eine Polizei kommt, ich glaube, ich darf nicht stoppen, also auch nicht eine Kurve machen. Ich möchte das gerne mal machen, weil wir sollten ein bisschen Geld wieder brauchen. Wir haben ungefähr 48.000 Geld verloren wegen dem Bauen. Und ich würde gerne das mal versuchen. Sonst sinkt einfach die... Ich glaube auch die Bürgermeisterbewertung, aber ja, ich möchte jetzt einfach schauen, haben wir jetzt eigentlich, wir haben Polizei, okay, dann gehen wir mal hier schon rechts, damit die Bullen uns nicht aufhalten können. Wir dürfen einfach nicht in die Polizei reincrashen wahrscheinlich, okay. Ist es hier? Ist es hier? Ich denke, es ist hier. Ja, es ist hier, aber die Polizei darf uns nicht aufhalten. Die Polizei muss hier weg zuerst. Okay. Das ist ein bisschen schlecht, dass jetzt hier die Polizei ist. Okay. Hupen. Ja, und jetzt müssen wir abbauen. Oh, falsche Seite. Uiuiui, ist das die Steuerung schwer. Okay. Jetzt müssen wir hier. Wir dürfen nicht crashen wahrscheinlich. Ja. Wir dürfen ja nicht crashen. Und dann müssen wir hier sofort rechts. Hoppla. Okay, jetzt müssen wir wieder warten. Die Bushaltestelle. Sonst wird die Mission fehlschlagen. So, okay, wir haben das Cash. Gut, weil die Missionen sind immer die schweren. Also immer diese Dr. Wu-Missionen sind die schwersten, weil die können fehlschlagen voran. Auch ohne, dass wir da irgendwie Reparatur, also kaputt geht das Auto, also das Fahrzeug. Ja, ich glaube, es gibt auch Zugmissionen und so, aber Züge können wir jetzt wegen finanziellen Problemen natürlich noch nicht machen. Züge sind erst dann, wenn wir wirklich auch große Firmen-Ding haben, Dichte, sind erst dann wirklich sehr gut. Also am besten einfach am Anfang eher Bushaltestellen so machen und keine Züge oder so. Und die Lastwagen von den Firmen, die können ja dann die Map belassen und irgendwas verkaufen dort in den anderen Städten. Gut, jetzt schauen wir noch kurz hier, ob wir nochmals mehr Ding können, also Gambling eben aktiviert lassen. Sehr wichtig, diese 1000 Euro. Und wenn hier zu viel Chaos ist, dann einfach ein kleines Polizeirevier machen. Genau, Nightbodies. Also es geht immer noch nicht mehr, weil wir einfach nicht mehr Müll machen. Wir haben jetzt auch 500 Dollar plus. Gut, jetzt haben wir auch 472. Jetzt haben wir wieder ein bisschen gespart. Und ich denke, so langsam kann ich echt hier auch. Wenn wir mal schauen. 1, 2, 3, 4. Das kann ich so ein bisschen besser sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ungefähr hier. Die Straße muss natürlich zuerst gemacht werden.
Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier kommt der Weg runter. Sehr gut. Dann machen wir einfach mehr Wohngebiete. Wohngebiet ist einfach das Geld, das ihr bekommt. Weil sonst, ja, bekommt jetzt eher weniger Geld über. Also zum Beispiel Fabriken und Gewerbegebiete, die bringen einfach nicht so viel Geld über als die Wohngebiete. Weil Wohngebiete könnt ihr ja eben auch verdichten, sodass sie dichter werden. Und oder auch reich und arm. Das werden natürlich Gewerbegebiete und Fabriken. Aber nur dort geht es nicht so schnell, beziehungsweise sie werden meistens auch wegen der Umweltverschmutzung oder so nicht gespawnt. Und deshalb ist es wichtig eigentlich, dass man natürlich da eher mehr Wohngebiete macht, weil die auch verlangt werden. Da sieht man es, die Wohngebiete sind nach oben. Das heißt, es wird mehr verlangt, und wenn es nach unten ist, wird es gar nicht verlangt. Dann haben wir schon genügend, zum Beispiel gelb ist die Industrie. Ja, ist natürlich wichtig. Aber das Verteilen der Zonen geht immer noch nicht gut. Das haben sie ein bisschen versaut. Also ist da nicht optimaler eigentlich ausgerichtet wird. So, jetzt muss ich Alt drücken. Okay, kannst du das? So, dass das nicht optimale Anliegen, dass es immer so groß wie möglich ist. Ich will die Gebiete auch groß wie möglich machen. Wieso das Spiel das nicht checkt, verstehe ich nicht. Also eventuell gibt es einen Mod dafür, der das ein bisschen aufhebt. Ich hoffe es jedenfalls. Also, ja, ich werde ihn jetzt noch nicht installieren, also ich muss es zuerst auch binden. Und auch dann bemerken, ja, das ist wirklich der Mod. Da muss man halt ein bisschen testen. So, hier habe ich wieder nicht. Muss ich wieder einzeln machen. So, hier wird schon gebaut hier unten. Und man kann nie füllen, wenn eine Straße brauchen wir dort nicht rein. Also das muss noch optimal. Ja, das Spiel ist halt wirklich, wird nicht mehr weiterentwickelt, schon lange nicht mehr. Das ist halt ein EA Games Ding und die machen ja kein Ding. Ja, dass sie Games jetzt wirklich lang patchen. Also jetzt zum Beispiel SimCity wird nach einem Jahr aufgehört, der Support. SimCity 2013, kennt ihr vielleicht, war der Support eigentlich sofort wieder weg. Aber zum Beispiel Sims 4, da ist der Support ja immer noch mega da. Aber der Support in Sims 4 ist, ja, kauft ihr immer ganz viele Klamotten oder so für 5 bis 10 Euro. Ich glaube, Sims kostet ungefähr so 800 Euro jetzt. Und das ist viel zu viel. Gab es noch ein Iron? Es gab dieses Farm-Update, wo man jetzt eine Farm bauen kann. Aber sonst weiß ich nicht, ob es ein neues Addon rausgekommen ist. Also ein neues großes DLC. Für mich sind das halt immer noch der Addons natürlich. Also hier werden reichere gebaut, die großen. Weil hier auch saubere Luft ist. Ja, und ich habe ja bessere Taxen eingestellt. Ich werde hier wirklich... Nein, ich brauche mehr Menschen, also ich werde die Taxen jetzt noch nicht hier oben höher machen als hier unten. Und dann tun natürlich die Reichen einziehen, wenn man die oberen höher macht. Machen wir jetzt noch nicht. Ich werde aber einen hier oben machen, so. Dann, hier verdienen wir zu wenig. Ich glaube, hier mache ich mal eins weniger und hier. So, und dann haben wir Manufactory. Dirty Industry mache ich jetzt eins höher. So, noch mache ich zwei höher. So, damit nicht so viele Industrien, die gefährlich sind, also dirty, umweltverschmutzend auftauchen. So, jetzt verdienen wir auch, glaube ich, nochmals ein bisschen mehr.
Jetzt verdienen wir 1000 pro Monat. Ich glaube, es ist pro Monat, ja, monatlich. Genau, sehr schön. Okay, dann werden hier auch nochmals neue Gewerbegebiete gemacht. Die werden jetzt auch wieder verlangt, aber nur die Einer. Ein bisschen auch die Dreier Gewerbegebiete. Also Reich. Also diese Dollarscheine, die bedeuten ja, eins ist arm, zwei ist mittel und drei ist reich. Und hier werden Reiche gemacht, nein, Arme, hä? Aber Größe, also Music Corporation 46 und hier auch Music Corporation. Mal schauen, wie die aussehen, hä? So. Jetzt verdienen wir 1100. Oh. Okay, auch große Parkplätze. Jetzt werden wir aber hier noch das Gewerbegebiet erhöhen. Hier sind mittlere, okay. Die machen nicht so viel Umweltverschmutzung, hoffentlich. Ich weiß es nicht genau. Nein, nicht historical. Das macht einfach, dass die Gebäude dann nicht mehr abgerissen werden, weil sie historisch wertvoll sind. Das müssen wir nicht einstellen. Ja, es ist alles vier. Okay. Ich würde gerne hier, glaube ich, Gewerbegebiet noch machen. Und nicht hier, weil hier sollte ein bisschen frei sein, weil hier sonst die Umweltverschmutzung ein bisschen zu weit zu den Reichen kommt. Mittel könnte ich ja eigentlich auch machen. Ich mache Mittel. So. Ich mache die mal breiter, so. Und hier könnte ich jetzt eigentlich auch noch mal. So, ich hoffe, dass die Umweltverschmutzung nicht hier durchgeht. Aber sie sind ja nicht verbunden, also. Hier wird schon gebaut, sehr schön. Jetzt sind aber auch keine Missionen da. Jetzt noch ein paar Missionen machen kurz. Jetzt verdienen wir 1200 pro Monat, sehr schön. Hier wird super gebaut, aber das ist arm, hä? Ja, das ist leider arm. Flohmarkt. Oh, optisch sehr schön. Ich hoffe, später gibt es auch noch Flohmärkte. Ich mag die irgendwie optisch bei SimCity 4. Sind zwar nicht so schöne Farben, aber das ist jetzt sehr detailliert, seht ihr. Auch noch Klos. Tixi-Klos heißen sie, glaube ich, oder so. Gut. Wasser. Haben wir irgendwo kein Wasser? Hier haben wir Wasser. Und hier holen wir auch Wasser. Und dann kann hier natürlich auch Wasser sein. Haben wir noch eins weiter wegen unten rechts? Ah, das geht gerade nicht. Jetzt. Hier gehen wir nicht schon hoch. Doch, müssen wir langsam hoch. Machen wir das unter der Straße, ist ein bisschen logischer. Okay, jetzt haben wir zu wenig Wasser. So müssen wir hier nochmals einen Wasserturm setzen. Okay, der dritte schon. Ja, logisch. So, und jetzt sollte eigentlich alles. Okay, hier nicht. Das ist nicht so gut, wenn hier nicht Wasser hat. Jetzt ist alles. Und hier machen wir auch noch zu. Yeah. Okay. Jetzt hat alles wieder Wasser, außer hier unten nicht. Ja, ein bisschen mehr Rohre ist auch gut. So, jetzt hat aber alles, wirklich alles Wasser. Aber wenig Strom. Unbedingt noch erhöhen. Geht das gerade? Es zeigt sich an, dass mehr Strom gibt. Aber es muss ja nur die Effizienz erhöht werden. So, und wir haben immer noch hier ein Zeichen. Ja, das ist nicht verbunden. Das müssen wir scheinbar abreißen. Okay, jetzt ist es wieder verbunden. Ah, hier unten ist es. Also das ist hier nicht richtig verbunden mit einer Straße. Da, wenn man die Straße jetzt hier rausfahren lässt, ist es verbunden. Man muss einfach das connecten.
Es geht aber nicht connecten. Lassen wir das nochmal kurz ab. Und jetzt connected ist, glaube ich. Ja. Und jetzt sollte eigentlich hier was verbunden sein. Dann weiß ich es einfach ab. Ah, weil es nach rechts verbunden werden will. Das wurde irgendwie falsch vom Spiel gesetzt. Wenn es nach rechts schaut, das Gebäude. Und hier eigentlich die Straße sein muss und nicht hier oben. Ja, aber das Symbol, das muss jetzt weggehen. Die Industrie ist weg. Ja, sonst haben wir für immer hier ein Symbol. Ich glaube, das geht aber bald weg. Das ist ein bisschen dumm. Also ist hier irgendwo ein verstecktes Gebäude. Hä? Wieso ist das Symbol auch auf der Straße? Ist das ein Glitch? Ist das ein Bug? Hier ist es ja connected. Ist die Industrie nicht verbunden? Ach so, die Industrie ist nicht verbunden, deshalb. Jetzt sollte das eigentlich verbunden werden. Ist die Industrie jetzt verbunden? Also eigentlich ist jetzt Straßenanschluss. Hä? Weil das ist oberhalb des Gebäudes. Jetzt ist es verbunden. Okay, dann habe ich einfach die Industrie nicht verbunden. Aber sie funktioniert ja trotzdem, auch wenn sie nicht an der Straße verbunden ist. Okay. Jetzt verdienen wir 1200 noch, dann lassen wir die, ja, das Kraftwerk einfach stärker. So, und wir brauchen jetzt Missionen. Vielleicht müssen wir die Map kurz verlassen, wieder betreten. Auf jeden Fall mal speichern, wir haben viel gemacht. Und jetzt möchte ich eigentlich noch die Missionen machen, nur die sind jetzt nicht da. Gehen wir kurz. Wir gehen jetzt kurz in die andere Map, dann gehen wir wieder zurück, weil die Map muss ja auch noch mal ein bisschen weiter gebaut werden. Hier ist es nämlich auch dicht. Hier machen wir Plus. Machen wir hier Plus. Ja, 500 Plus. Sehr schön. Und hier brauchen wir ja nicht so viel Geld, 450.000. Okay. Das heißt aber auch, dass wir hier Nightboard Deals, ja, auch wenn wir noch so wenig haben. Ja, wenn wir keinen Müll haben auf der, im anderen, der anderen Stadt, dann ist es nur 19, was wir hier verdienen. Egal. Und dafür machen wir eventuell die Agra noch höher, wenn sie genutzt wird. Ja, sie wird genutzt. Dann machen wir hier kurz ein paar Agrargebiete noch. Bis hier und dann wieder verbinden. Sehr schön. So. Die können wir ja eigentlich kombinieren. Ich tue aber trotzdem eine Straße mal hier nicht verbinden. So. Dann kommt hier wieder Agrar. Ja, manchmal kann man auch ein bisschen breitere machen. So. Aber natürlich ist in einem Bauernhof nicht so viel los. Also, da brauchen wir schon sehr viele. Ja, 10 pro Stück. Okay. Und ich glaube, die Autos, die gehen jetzt einfach hier wieder hin und arbeiten hier von der anderen Stadt aus. Und ihr seht, die Autos verschwinden auch nach oben. Die tun jetzt Waren liefern scheinbar zu Dragodia. Und Mühlhausen nach Dragoudia. Okay, hier machen wir hier weniger breite Straße. Dann hier mache ich wieder hier ungefähr. Und hier auch nicht verbinden. Dann machen wir nochmal eine. Ja, gar nicht mehr so viel. Ja, so ist optimal. Und hier verbinden wir wieder. Damit haben wir nicht zu viele Straßen da nach oben gehen. Und dann machen wir hier schön wieder Agrarindustrien. So, und dann kann ich eigentlich schon wieder noch in die andere Stadt gehen. Mehr machen wir jetzt gerade nicht so viel. Also wir warten jetzt kurz, bis hier die Bauernhöfe gebaut werden. Es wird nicht jederzeit gebaut werden, weil die Nachfrage.
glaube, wir haben zu wenig Wasser, kann das sein, so langsam? Haben wir irgendwie Insuffizienz bei Wasser? Es ist nur hier oben. Also eigentlich brauchen ja Farmen kein Wasser. Und wo ist Feuer? Jetzt muss man kurz schauen wegen Feuer. Brauche hier irgendwie mehr Service? Ne, brauche ich noch nicht. Nee. Die kritisieren Sachen, die ich gar nicht angehen. Zu viel Stau scheinbar. Ja, easy, dann machen wir hier halt alle Straßen hier. So. Zu Rot, zu Landstraßen. In einer Stadt-Landstraße vielleicht nicht. Aber es sind SimCity immer wieder nötig. Die haben zu weite Laufwege. Commute Time. Zu lange Laufwege. Zu weite Reisewege. Versuchen wir doch mal Bushaltestellen vielleicht dorthin zu stellen. Haben wir hier in der Nähe eine Bushaltestelle? Nein. Hier nicht. Okay. Dann müssten wir aber hier auch irgendwo bei Bushaltestelle hin tun. Ich weiß nicht, ob das effizient ist, wenn hier schon eine Bushaltestelle ist, aber wahrscheinlich nicht. Machen wir hier noch eine Bushaltestelle. Und ungefähr hier. So. Und hier könnten wir eigentlich auch noch eine Bushaltestelle machen. So. Dann versuchen wir mal hier auch Bushaltestellen zu machen. Ich hoffe, die bringen auch viel. Das ist ja ein bisschen unlogisch. So, ich hoffe es einfach, es geht gut. Ja, sonst kann man halt nichts machen. Dann sparen wir auch nicht so viel. 700 machen wir plus. Okay. Irgendwie Alvins Acres, Alvin und die Chipmunks. Petrias Plants. Die sind groß. Die sind 13. 13 Arbeiter. Okay, sie sehen aber mega hässlich aus, irgendwie finde ich. Okay, und hier sind einfach Obstbäume, sondern Weizen oder so. Hier ist eine Kuhfarm. Das Gebäude ist echt cool. So ein nordisches Gebäude. Okay. Ja, Feueralarm, ich weiß, aber wo? Es wird nicht mehr angezeigt. Ich muss das, glaube ich, wieder anstellen. Ja, und wo? Da oben, okay. Ich sehe es jetzt. Ja, sorry, dass ich nicht so schnell reagieren kann, aber die Feuerwehren sind natürlich nicht so groß. Ah, wir haben nur eine Feuerwehr. Ich denke, das wird nicht also kaputt gehen. Ah, es ist auch schon. Ah, es tut hier Wasser drauf. Und da drüben wird es auch gelöscht. Nochmals Feuer? Da? Ah, da oben ist noch Feuer. Okay. Ja, easy geht der Wald. Ja, dachte schon, es geht hier links. Und spielt so weit Wasser, aber nein, es geht hier rechts. Nice. Ja, und jetzt haben wir wieder. Wo haben wir denn noch Feuer, dieses Match? Okay. Ich sehe jetzt gerade kein Feuer mehr. Ja, dass es immer noch auf Englisch ist, aber ich bekomme das nicht hin. Ich glaube, der Deutsch-Patch funktioniert, also
das Ändern von der Sprache funktioniert in diesem Game gar nicht mehr. Ist scheinbar zu alt. Hier ist noch Feuer. Okay, das breitet sich halt aus. Und hier ist ja abgebrannt. Ich hoffe, das wird vom Spiel noch gesehen und wird hier neu gebaut. Und das ist jetzt abgebrannt. Ob man das jetzt abreißen muss? Ich habe das früher immer abgerissen. Na komm, reißen wir es ab. Aber das Gebäude mit dem Bulldozer. Genau, kostet nur 12. Später. Oh Gott, da ist auch noch Feuer. Hey, wieso verbreitet sich das dann einfach später noch? Und vor allem, wieso kommt man da so schlecht hin? So. Jetzt bitte nicht ausbreiten. Sonst muss man wirklich größere Feuerwehrmagazine und so bauen. Und das ist halt sehr teuer. Ich bin halt gerne ein bisschen ein Sparfuchs, damit ich schnell vorwärts komme, aber man nicht so viel spart hier. Das ist halt nicht so schön. Ja, wir verdienen immer wieder ein bisschen mehr, ein bisschen wieder weniger. Also jetzt muss eh irgendwo nochmals Feuer sein. Ich glaube, ich mache einfach diese Feuersachen nochmals an. Ich sehe nie, wo das Feuer... So. Sollte eigentlich irgendwo auch angezeigt, hier brennt es. Ich sehe kein Feuer mehr. Aber ich kann trotzdem nicht weiter spielen, also die Zeit. Ja, die Zeit geht schon, aber... Es ist einfach diesen... Ist momentan kein Feuer mehr. Okay, ich dachte einfach, ich habe so einen gelben Rahmen wegen Windows 10 Aufnahmemodus. Deshalb dachte ich, es wäre noch Feuer. Okay. Kein Wasser. Ja, jetzt haben wir wenig Wasser. Okay, so langsam geht es aber hier auch ins Hässliche rein, wenn es so viele Wassertürme ist. Also ein großer, ich wollte keinen großen bauen. Ah, der kostet zu viel. Ich will nur kleine bauen. Ah, darf ich abreißen? In vielen Spielen ist es unten und hier ist es hier links. Ich will nur einen kleinen bauen. Liebes Spiel, erzwingen mir nicht irgendwelche Sachen. Nein, jetzt erzwingen. Das Spiel ist ein bisschen doof entwickelt worden. Das gibt es in den neueren Spielen natürlich nicht mehr, so nervige Sachen. Oh, hier brennt's. Oh, hier ist zu wenig Wasser. Schnell, schnell, mach gleich mal die teuerste Wasserstation und tu dich in den Bankrott-Time. Also die ersten Games damals, ich hatte das Spiel am ersten Tag schon gekauft. Die ersten Tutorial-Missionen waren, hä? Wie geht, wie funktioniert so ein Spiel? Das war mein erstes City-Build-Game. Ich hatte nur Age of Empires 2 damals gehabt. Ich hatte diese Genre-Aufbaustrategie und so noch nie zuvor gespielt. SimCity 4 eben das zweite Aufbaustrategie, also Strategiespiel überhaupt. Und ich verstand einfach nicht, wieso ich nie Geld verdient habe. Ja, ist ja klar, wenn alle immer sagen, da brennst jetzt mal. Dass du einfach mal die teuerste Feuerwehr kaufen, die es gibt, oder beziehungsweise oder auch Wassertürme. Das ist nur die zweite, aber die ist trotzdem sehr teuer. Also das könnte ich einfach nicht leisten, wenn die das befehlen, dass du das machst. Deshalb habe ich sie wieder abgerissen. Ja, ist ja klar. So, die Verbindungen könnten eigentlich hier auch schon existieren. Aber mit großen Straßen. Okay, ABC, dann müssen wir hier. Ja, wir müssen einfach hier die Schule noch ein bisschen verbessern bald. Und sonst machen wir wieder Minus, beziehungsweise verdienen einfach nicht so viel Geld. Ja. Die muss man erhöhen. So, und hier haben wir auch mehr Patienten, müssen wir auch wieder erhöhen. Und ja, dann müssen wir doch etwas Größeres oder eine zweite Schule und so bauen. Okay. Ja, die können wir dann auch noch schneller laufen lassen, aber zuerst möchte ich mal die Straßenbahn bitte
Und nicht mehr unterbrechen, liebes Spiel. Ich mag Unterbrechungen nicht so gern, müsst ihr wissen, liebes Spielentwickler. Damals. Und jetzt einfach immer die Straßen so runter. Weil hier wird sowieso eine große Straße sein, eine Allee. Und deshalb mache ich jetzt hier schon eine Allee. Und hier gibt es gar keine Verbindung. Jetzt mache ich hier noch eine Straße runter. Und hier könnte ich da noch eine Industrie oder so machen. Wieso ist hier wieder ein nicht zu Ding, nicht angeschlossenes Gebäude? Ja, wieso wurde das auch überhaupt gebaut? Jetzt ist es weg. Ja, wer hat SimCity 4 gespielt? Ja, könnt ihr mir gerne mal erzählen, wie ihr es so habt, wenn ihr da einfach die ganze Zeit solche Meldungen bekommt, wie ihr es angestellt habt. Aber manchmal nerven sie schon. Und wir haben jetzt wirklich momentan keine Missionen mehr. Okay. Aber dafür haben wir viele Tiere. Lamas. Das sind Lamas, oder? Eigentlich Oak Tree. Ja, es werden nur die Trees angezeigt. Also hier machen wir eine Schule. Schule ist schon hier. Das war eigentlich in die Richtung. Und hier müssen wir natürlich Wege hinbauen. Und auch hier. Dann machen wir hier eine Bushaltestelle in die Mitte. So, und dann haben wir noch Platz für ein Krankenhaus, eine Klinik. Da. Medizinklinik in die Richtung. So. Dann schauen wir mal, hier wird auch schon sicher genutzt. Doktoren, Patientenkapazität 405. Vielleicht ein bisschen teuer, jetzt verdienen wir nur noch 500 pro Monat. Kann ich eigentlich schon runtersetzen noch. Okay, 79. Nehmen wir das mal 164 ein. Und hier haben wir noch keine Patienten. Stellen wir auch ein bisschen runter. 200, nein. Gut. Aber wieso haben wir jetzt gerade keine Missionen? Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Missionen gemacht. Es gibt sicher mehr Missionen. Da brauchen wir einfach mehr Gebäude wahrscheinlich jetzt, die irgendwas bringen. Oder eben Autos auch bringen. Haben wir jetzt eigentlich die U-Bahn hier noch nicht gebaut, gell? U-Bahn ist nur drüben gebaut worden. Ja, haben wir eine Verbindung gemacht? Ja, wir haben sogar eine Verbindung gemacht. So, hier meine U-Bahn. Machen wir hier eine U-Bahn. Hier unbedingt auch eine U-Bahn. Hier brauchen wir keine Verbindungsstraße. Dann unbedingt hier eine U-Bahn. Sie ist einfach noch nicht abgeschlossen. Hier ein Knotenpunkt, wo auch eine Bushaltestelle ist. Hier eine U-Bahn. Ja, das sollte ich nach rechts machen. Hier unbedingt eine U-Bahn. Hier eine U-Bahn. Irgendwo hier in der Mitte noch ein paar U-Bahnen. Nein, nicht. Hä? Wieso hat das jetzt gerade rausgesucht? Nichts passiert zum Glück. Und hier irgendwo hier noch eine U-Bahn. Das kleine Haus kommt weg. So, jetzt müssen wir das alles noch verbinden. Hier. So, wie können wir das am besten verbinden? Also hier ist der Eingang. Dann gehen wir hier. Machen wir doch das ein bisschen schöner. So.
Sehr gut. Hier oben müssen wir sicher auch bald noch hin. Jetzt noch höher. Sehr gut. Und hier unter der Straße natürlich. Hier. Okay, hier haben wir auch eine U-Bahn gemacht, aber ist die mit der Straße verbunden? Einfach nicht. Ja, die müssen, glaube ich, gar nicht mit der Straße verbunden sein. Weil die Leute auch hin fahren können, laufen können. Nein. Genau so. Und wichtig später ist auch, dass die Linien auch miteinander verbunden sind. Also dass zum Beispiel die Linie auch hier nach oben geht und so. Aber am Anfang müsste ich das nicht machen. Die Rohre kosten einfach zu viel. So, ich muss jetzt aber hier nochmals noch eine neue U-Bahn. Die kosten halt 20 pro Monat, aber dafür geben sie mehr Geld. Hier unten machen wir zusammen. Hä? Ja, ich brauche mehr Wasser, ich weiß. Ich mach's gleich. Verbinden, bitte. Ja, ich weiß, dass ich irgendwelche Statuen bekomme. Ich weiß aber, das kostet 30 pro Monat. Das kann ich mir nicht leisten. Ah. Nein. Diese Statuen kann man später auch noch bauen. So, jetzt ist alles verbunden, alles gut connected. Vielleicht hier noch ein Bahnhof wäre gut, aber jetzt noch nicht. Zu viele Bahnhöfe kosten einfach extremst. Dann ist hier, ja, machen wir zuerst mal das Wasser mehr. Nochmals ein Kühlturm, ein Wasserturm. Ich mache hier hin. Und jetzt ist alles wieder Wasser connected. Hier brauche ich auch noch Wasser, scheinbar. Mache ich noch ein bisschen mehr Wasser. Und eben hier connecten mit der Straße. Das sollte jetzt connected sein, ja. Und hier oben auch noch eine Straße hin. Da eine große Straße. Jetzt. Genau, und hier haben wir irgendwie falsch gebaut. Dann tun wir hier auch. Nein, nicht bauen. Nein, nicht bauen. Wir müssen jetzt kurz mal stoppen. Ich will hier verbinden, bitte, liebes Spiel. Nicht einfach direkt bauen. Einfach wieder groß machen. So, ich habe irgendwie missgeklickt. Ich wollte den U-Bahn nicht da in der Mitte machen von einem Gebiet. So, und jetzt können wir einfach weitermachen wieder. Schauen wir mal, wir haben wieder eine Mission, eine Busmission, und die ist immer noch nicht connected. Okay. Ein kranker Busfahrer, wir müssen kurz einspringen. Ja, wenden tue ich jetzt nicht, ich gehe jetzt einfach hier rechts. Die Missionen haben meistens genug Zeit, oder? Außer der Straße ist so viel befahren, dass man einfach zu langsam vorwärts kommt. Geht doch aus dem aus auf die Seite. Wieso fahren die in mich rein? Weg da. Weg da mit dem Vectra. Platz da mit dem Mazda. Ah, oh, ich kann nicht fahren, wenn ich raus bin. Es ist so mega langsam, wenn man rausfährt. Okay, eine Minute und 25. Wenn ich hier stehe. Oh, ist die Bushaltestelle groß. Oh, hier ist sie 30, 40 Meter hoch. Okay, komisch. Ja, und deshalb macht man Bushaltestellen auch wirklich gut platziert, wegen den Missionen. Sonst müsst ihr irgendwo in kleine Nebengassen gehen und so. Das ist natürlich auch nicht so gut. Das ist die Bushaltestelle hier oben im Norden. Genau, die ist hier neben. Wenn das nicht connected ist. Wieso ist die Bushalte ständig connected? Das der Straße nebendran. Komisch. Immerhin muss man nicht hupen. Kann ich die
Leittastennachsuppe verwenden. Ja. Okay, ich habe Schaden bekommen. Akku kann ich fahren. Ja, das ist so schwer. Hier ist das Spiel. Ist Linksverkehr? Nein, Rechtsverkehr. Okay, und dann muss ich wieder kehren. Nein. Jetzt hier unten durch. Bitte schneller. Okay, eine Minute haben wir Zeit. Ja, dann werden wir doch. Ja, man kann einfach nicht gut wenden. Stellen ist halt nicht gut. Sehr wendbar. Da haben sie einfach zu schnell entwickelt. Wir hätten das noch viel mehr überarbeiten sollen. Und deshalb sieht das alles auch so lustig aus, beziehungsweise wieso kann Drago nicht fahren? So unerwartet. So, Convention Center ist, glaube ich, sehr teuer. Ja, ich sehe nicht mal, wie viel das kostet. Nein, einfach nur bauen. Wo ist es? Da unten. Nein, da. Also diese Statuen machen wir, wenn wir mehr Geld verdienen. Hier. Ja, 220 monatlich Kosten. Also holt das nicht am Anfang. Super. Solange ihr nicht ganz große Gebiete habt, baut diese Convention Center nicht. Die lohnt sich auch nicht. Also nicht, ob mehr Leute einfach kaufen möchten oder so etwas, aber mehr auch nicht. Und wieso ist es jetzt immer noch nicht connected? Ja, jetzt gerade sieht man recht auch das negative Aspekt des Spiels. Es gibt da viele Sachen, die einfach nicht ausgearbeitet sind. Nicht viel gearbeitet wurde dran. Aber insgesamt macht das Spiel mega viel Spaß. Nur das wissen die meisten Menschen halt nicht. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Das mache ich nicht, diese Mission. Weil die Bewertung runtergeht. Und wenn die Bürgermeisterbewertung runtergeht, dann heißt es auch, ja, also sie geht hoch, dass weniger Leute einziehen wollen. Dass die Stadt an Arbeiter verliert. Und dann, ja, einfach an Arbeiter. So, also optisch sieht es alles auf blockig aus, aber das mache ich nur wegen der Effizienz. Damit wir später dann wirklich umso schöner bauen können. Und die Stadt auch mal ein bisschen vorwärts kommt. Okay, ein Printing. Ein Drucker. Eine Papierdruckerei. Scheinbar. So, das ist das Printing und nicht Druck. Eigentlich ist es manchmal ein bisschen komisch. Oh. Okay, das ist eine Zubehörsfabrik. Irgendwie so etwas. Assembly. Das sind so Zubehör. Erweiterungsteile oder so. Two-Story-House, okay. Four-Story war mal ein Free-to-Play-MMO, okay? Aber Two-Story? Das können wir jetzt auch nur hier. Ja, es gibt recht viele Villen, aber die haben halt wenige. Ah, die haben aber 14 Quadratmeter Haus. Das ist so eine richtige Luxusvilla. Ist natürlich alles sehr alt gehalten. Was war's? Schauen wir nochmals kurz. Da. Ja. Wir haben Chicago 1890. Also wir haben nicht mal das 19. Also das 20. Jahrhundert erreicht. Also Chicago ist optisch wahrscheinlich, ja, das nicht am schönsten. Also mir gefallen die Gebäude am wenigsten. Europa gefällt mir auch nicht so schön. Houston 1990 ist wahrscheinlich das Schönste, finde ich irgendwie. Also New York hat halt auch ihren Charakter. Und New York werden wir natürlich dann auch irgendwann mal wechseln. Und zuerst müssen wir auch die Dinge haben. Was wir jetzt haben, ist nur 400 mehr Einnahmen. Und weil wir hier auch wieder viel Geld ausgeben mussten, jetzt müssen wir eventuell halt die U-Bahn und so ein bisschen reduzieren. Die kostet zu viel, die U-Bahn-Linie. Ist die aber wenigstens effektiv? 17, also es ist wirklich überhaupt nicht effektiv.
So ein Mist. 17. Ich muss leider die Fenster immer schließen. 10. Also die U-Bahn war jetzt nicht gerade so toll. 3. Die hätten wir jetzt nicht gebraucht. Noch nicht. Ich weiß nicht, wieso so wenig U-Bahn fahren zur Arbeit, aber ihr seht es, es wird einfach zu viel Straßenverkehr. Wir müssen dann dickere Straßen machen. Ja. Schauen wir mal, die U-Bahn ist sicher auch nicht. Doch, die wird 32 besucht. Die werden mehr besucht. 67, ja. Und die? 44. Ein paar gehen, ein paar gehen auch nicht. Wir gehen jetzt auch nicht. Okay, jetzt machen wir 600 plus. Wie ist jetzt hier? Okay, dann können wir wieder die Patienten ein bisschen runtersetzen. So, einfach nochmal ein bisschen Gauge sparen. Hier machen wir mal auf 120. Das geht. 119 halt. Okay, jetzt haben wir einen Lehrer weniger. Hilft natürlich auch sehr. Und jetzt schauen wir mal, jetzt machen wir 600. 600. 640. Los. Jetzt schauen wir mal, ja, es ist eben noch sehr rot. Okay, hier ist Stau. Wo ist hier Stau? Also wenn wir hier eine Allee bauen, wäre das natürlich sehr effektiv, kostet aber auch sehr viel zum Umreißen. Und dieses, ja, da rechts wäre besser. Aber jetzt gerade ist es nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen Stau haben. Die sollen lieber mit der U-Bahn fahren. Ja, waren immer noch nicht gut mit der U-Bahn. Wo ist die U-Bahn hier? Ah, hier haben wir jetzt gar keine U-Bahn. Die nächste U-Bahn ist hier. 22, da müssen wir hier auch keine U-Bahn bauen. Wir sollen mit dem Bus zur U-Bahn-Strecke Station fahren. Und was gibt es noch zu optimieren jetzt? Jetzt haben wir dann gleich 50 Minuten Fahrt erreicht. Transport. Maston Sit. Können wir halt nicht erhöhen. Also hier können wir halt auch nicht mehr Geld verdienen. Utilities. Sonation. Power. Ja, allgemein kann man hier Power und so erhöhen. Pipes. Und Water Tower. Business Dies geht noch nicht. Ein Ding. Eben noch keinen mehr. Müll. Wo haben wir jetzt die Übersicht? Hier haben wir die Übersicht. Also Crime, ja, geht noch. Ein bisschen Orange hier unten natürlich. In Orten, wo halt wirklich jetzt ein bisschen abgelegen, ein bisschen also Alkohol im Spiel ist. So Casinos auch, wenn ihr die baut, die haben halt immer sehr viel Crime. Dann schauen wir noch Landvalu. Ja, ist wegen der Verschmutzung hier unten natürlich schlecht. Some more areas. Ja, ich weiß, dass viele einziehen wollen, aber ich habe jetzt erst gebaut. Ich will jetzt sicher wieder mehr Wohngebiete bauen. Ich werde vielleicht noch die Dichte kurz machen, bevor wir aufhören. Müll. Keinen Müll. Alles abtransportiert. Gut, und das so günstig. Also, wir werden jetzt die Dichte einfach erhöhen. Also vor allem hier auch schon mal. Die kostet halt sehr viel. Hier oben sowieso noch. Hier auch. Und dann machen wir hier noch, weil hier ist ja auch die Schule. Und das Krankenhaus, die Klinik, genau.
Dann werden wir vielleicht auch die Dichte erhöhen. Nein, ich brauche keine Krone, die ist so mega teuer. Die hohe, also mehr Kapazität brauchen wir nicht. Hier machen wir auch die Dichte höher. Ja, hier sieht man halt auch nicht, in welche Richtung. So, und hier ist, glaube ich, die Dichte schon höher. Ja. Eventuell müssen wir hier auch trotzdem, aber hier können wir auch hier oben mal machen. Machen wir doch hier oben ein bisschen. Vielleicht hier drüben auch noch. So. Und hier. Hier ist doch auch gut. So, wie viel Geld haben wir? 413. Und 600 plus. Das sollte langsam so ein bisschen gehen. Ja, die Mitteldichten, sie sind halt viel teurer als die wenig dichten Gebiete. Und es werden auch wieder Gebäude gebaut. Ich weiß nicht, die kleinen, die haben jetzt nicht so viele Leute. Pro Ding. 78 doch. Okay, also das nächste Mal werden wir wahrscheinlich hier eine Allee machen und hier eine Allee. Ja, hier werde ich schon keine Allee machen. Aber hier noch eine Allee. Gut, und hier wird auch gebaut, noch nicht. Ja, wir haben jetzt einfach nicht so auf schnell. Jetzt mal kurz auf schnell gehen. Drücken. Oh. Palmes Co. Higwelt. Ja. Okay, es wird hier wird geklaut. Okay, ich muss mal kurz stoppen. Also hier wurde eingebrochen. Pocket Picking ist ja das Ding. Das Einbrechen, das Knacken von den Schlüsseln. Also eventuell muss ich hier. Wir schauen mal kurz noch, damit wir das auch haben. Crime. Ja, ein bisschen Crime. Die haben halt immer zu wenig Reichweite. Also die Polizeirevieren sind einfach, weil sie viel benutzt werden müssen. Also hier eine muss sein, hier muss eine sein und hier muss eine sein. Drei Polizeireviere sind einfach manchmal zu teuer. Okay, das wurde nur ein, war nur ein Hinweis. Es ist noch nicht dicht. Es ist noch nicht rot. Fire Hazard ist auch noch nicht. Ja, okay, da unten könnten wir eine Feuerwehr dann irgendwann mal machen. Aber wir müssen Geld verdienen. Das ist das Wichtigste. Vielleicht durch die Mission. Die müssen aber auch öfters auf. Also, kommen. Hier wird gerade nochmal gebaut. Oh, schöne Häuser hier. Ich finde die aber viel zu modern für 1890. Wie war es die? Ja, 1890. Bei 1990 war es ja auch und deshalb dachte ich, es ist nicht 1890. Also die sind zu modern. Okay, es werden einfach solche Gebäude gebaut. Gut, dann ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ja, bis in 2, 3 Tagen zur nächsten Aufnahme von SimCity 4 Deluxe. Ein recht altes Spiel natürlich, aber immer noch eines der besten Simulationen. Stimmt ihr mir dazu? Tschüss.